Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch Gruß an die Menschen, die uns im Stream noch zugucken. Das Ziel unseres Gesetzentwurfs ist, die Menschen wieder mehr in die Entscheidungen ihrer eigenen Angelegenheiten einzubinden und damit auch ein Stück weit mehr mitzunehmen und zu interessieren. Und dafür brauchen wir eben kein Doppelhürdenmodell, denn das ist, so zeigt es sich durch gescheiterte Bürgerentscheide, immer wieder kontraproduktiv. Und ich muss mich sehr wundern über das, was Sie hier gerade gesagt haben, wie Sie die Dinge durcheinander bringen, denn Sie verkennen doch, dass vor einem Bürgerentscheid immer ein Bürgerbegehren sein muss. Und gerade Herr Krüger hat wild durcheinander geredet über Bescheide und Begehren. Ich bin wirklich verblüfft bis entsetzt eigentlich. Auch die, was die kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung gesagt haben. Sie haben ja Angst vor einem Übermaß an Bürgerentscheiden, die dann plötzlich auftauchen. Nein, die werden nicht kommen. Wir haben die Bürgerbegehren, die vorgeschaltet sind. Das Bürgerbegehren braucht ein Quorum. Darum geht es. Wenn dieses Quorum geschafft ist, wenn also eine Menge Bürger gesagt haben, okay, über diese Frage wollen wir entscheiden, dann soll in einem Entscheid die Mehrheit entscheiden. Und darum geht es. Im Moment haben wir leider an der Stelle immer noch eine hohe Hürde. Und deswegen gibt es zwar viele Bürgerbegehren, die erfolgreich waren, aber die danach folgenden Entscheide sind leider halt überhaupt nicht erfolgreich. Deswegen unser Gesetzentwurf. Wir haben die Anhörung durchgeführt. Es gab natürlich unterschiedliche Meinungen der Sachverständigen dort, aber die Verfassungsgemäßheit, die wurde von vielen bestätigt. Ich möchte an der Stelle gerne einen Sachverständigen, Herrn Achelpöhler aus Münster, zitieren, der gesagt hat, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, in gewisser Weise kann und sollte man auch den Bürgern vertrauen. Wenn Ihnen eine Sache wichtig ist, dann gehen Sie auch zur Abstimmung. Und wenn sie Ihnen weniger wichtig ist, dann gehen Sie eben nicht hin. Mit dem Schreckensbild, dass in irgendeinem Stadtteil tatsächlich eine Straße umbenannt oder nicht umbenannt wird, auch wenn das nur 5,5% der Bevölkerung der Stadt wollen, kann man doch leben oder nicht. Ende des Zitats. Wir finden ja, denn die Bürger, die das angeht und interessiert, die werden sich halt auch beteiligen. Damit wäre ich wieder am Ausgangspunkt. Die Menschen mitnehmen in unserer Demokratie und für unsere Demokratie. Darum geht es hier. Wenn ein Bürgerbegehren erfolgreich war, also das nötige Quorum also erreicht wurde, dann sollte der anschließende Bürgerentscheid mit der Mehrheit der Stimmen entschieden werden. So erreicht man die Menschen, denn nur so hat die Stimme auch Gewicht. Insofern bitte ich nochmals um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung.